Hallo und herzlich willkommen zu den Brokennews für den Juli 2024. Was hat sich getan, was wird sich tun in der Welt der lieben Online-Broker, in der Welt der Finanzen, in der Welt der Börse? Das, was uns interessiert, ich stelle euch in diesem Video natürlich wie immer alles komprimiert vor. Einmal im Monat gibt es die Brokennews und in diesem Video geht es um die folgenden Themen. Die verrate ich euch sofort. Du kannst unten in der Videobeschreibung kannst du dir die verschiedenen Timestamps heraussuchen zu den einzelnen Themen und kannst da sofort hineinspringen, wenn dich ein Thema besonders interessiert und du musst dir nicht das ganze Video ansehen, was mich natürlich freut, wenn du das tust. Das Video dauert wie immer 30 Minuten. Unten die Timestamps zu den einzelnen Themen, die sind die folgenden. Zuerst wie immer ein Marktüberblick. Was hat sich denn oder wie haben sich die Märkte entwickelt? Dann ein Rückblick, welche Videos habe ich denn im letzten Monat erstellt und wie hat es denn mit den EZB-Leitzinsen ausgesehen? Und dann gehe ich rein in die einzelnen Broker-News bzw. Krypto-News, Bundesschatz und so weiter. Es beginnt wie immer mit Flattex, Standard Bank, Easybank, Bankdirekt, Erste Bank, Fruits, Bitpanda, 21 Bitcoin, Confinity, Bux, Finanzen.net, Zero, N26, Revolut, Smart Broker, Scalable, Traders Place, TradeGate, Direct, Trade Republic, Bundesschatz. Dann kommen die aktuellen Sparzinsen und zum Schluss, wie immer, die aktuellen Neukundinnen und Neukundenaktionen der Online-Broker. Wo gibt es etwas zu holen, wenn ich dort oder da ein Neukunde werde? Das sind die Themen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Greiner vom Broker-Test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Wie hat sich denn der Markt entwickelt im vergangenen Monat? Naja, wenn ich mir den ATX Total Return ansehe, wie hat sich denn der im letzten Monat entwickelt, dann sehe ich hier ausnahmsweise einmal etwas Rotes, minus 0,65%, der DAX Performance Index minus 1,56%. Wenn ich meinen Blick in die USA werfe, dann sehe ich aber hier wieder grüne Zahlen und das freut mich natürlich insbesondere, weil ganz einfach meine Investments sehr USA-lastig sind. Beim Dow Jones sind es plus 1,42, beim Nasdaq Composite Index plus 5,37 und beim Standard & Poor's Index 3,35. Wir wissen es ja alle, die Tech-Werte in den USA tragen zur Entwicklung der Indizes ordentlich bei, ob du jetzt in einen MSCI World investiert bist oder im FTSE All World. Die Tech-Werte sind die Treiber für die Kurssteigerungen und wir dürfen gespannt sein, wie denn sich das Ganze weiterentwickelt. Denn wenn ich mir die Year-to-Date-Entwicklung ansehe, sprich, wie haben sich denn die Märkte seit 01.01.2024 entwickelt, dann sehe ich überall ein grünes Plus, ATX Total Return plus 11,8%, DAX Performance Index plus über 9%, Dow Jones plus 3,7%, Nasdaq Composite Index plus 20%. Naja, also das war heuer wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, eine Plusentwicklung plus 15%. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich hätte zu Jahresbeginn 10.000 Euro hergenommen und aus diesen 10.000 Euro, die hätte ich in die verschiedenen Assets hineingesteckt, dann wären das 10.000 Euro in Cash, wären 10.000 Euro geblieben. Beim Sparkonto 2,5% wären 10.124 Euro geworden, Relax Bausparen 2,875, 10.143 Euro nach 6 Monaten in diesem laufenden Jahr. Hätte ich das Ganze in Gold investiert, hätte ich nämlich einen Riecher gehabt oder hätte ich meine Glaskugel verwendet, die hätte mir dann gesagt, Andi, ein Investment in Gold wäre keine schlechte Idee gewesen, plus 14%. In den MSCI World wären das plus 15% geworden und hätte meine Glaskugel gesagt, Andi, investiere in Bitcoin, Bitcoin ist etwas Gutes, dann wären es plus 53% gewesen in den ersten 6 Monaten des Jahres. Aber leider funktioniert die Glaskugel nicht und hätte, hätte Fahrradkette. Ich weiß es natürlich auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt, aber im Nachhinein, im Rückspiegel betrachtet, ist man klüger, sind wir alle klüger und ein Investment in Bitcoin wäre bis dato, von 01.01. bis Ende des Monats Juni, die klügerste Entscheidung gewesen. Das Ganze natürlich wie immer ohne Berücksichtigung von Inflation und ohne Berücksichtigung etwaiger Steuern. In unserer Broker-Test-Community gibt es hin und wieder so diese Meinungsverschiedenheiten. Was ist besser? Ausschütter, Tesorierer, Dividendenstrategie oder eine tesorierende Strategie. Und man kann vortrefflich darüber
streiten bzw. uns austauschen. Und unsere Alex aus der Community hat dann einen Beitrag gemacht, die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Strategien. Und ich habe daraus ein Video gemacht und habe darauf verwiesen, hey, das Thema Zinseszins ist speziell für das Team tesorierend eine sehr wichtige und interessante Sache. Dividenden, Ausschüttungen, die motivieren, aber es gibt einen guten Grund, warum tesorierend durchaus klug ist, insbesondere wenn die Besparzeit noch extrem lange ist. Nutzt den Zinseszinseffekt, und wenn du alles darüber wissen möchtest, dann kann ich dir sagen, sieh dir den Beitrag an, den findest du unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise wirf einen Blick auf dieses Video, da bekommst du ebenso weitere Informationen, ob du jetzt Team Tesorierer bist oder Team Ausschütter, Team Dividende, oder mischst du einfach alles, so wie ich. Ich habe Ausschütter, ich habe Tesorierer und ich fühle mich dabei extrem wohl. Und jeder muss seine Investmentstrategie finden, wo er sagt, oder wo sie sagt, ja, mit diesem Setup fühle ich mich wohl, und man kann das auch jederzeit ändern. Es gibt ganz einfach verschiedene Lebensphasen, wo man sagt, das eine möchte ich jetzt, das andere möchte ich dann. Am 6.06.2024 hat die EZB eine Sitzung gehabt, und das erste Mal seit vielen, vielen Monaten gab es wieder eine Veränderung bei den Zinsen. Dieses Mal ging es nach unten, und das erste Mal ging es nach unten seit 2016 bzw. seit 2019, und das um 25 Basispunkte. Das heißt, wir haben jetzt einen Hauptrefinanzierungszinssatz in der Höhe von 4,25, Spitzenrefinanzierungsfazilität liegt bei 4,5% und die Einlagenfazilität für Geschäftsbanken liegt bei 3,75%. Was hat das für Auswirkungen? Na, manche Banken haben sogleich die Zinsen gesenkt, wie eine Trade Republic oder Wilby, aber man sieht es auch bei herkömmlichen Banken, dass die nach und nach die Zinsen gesenkt haben, und gegen Ende Juni bzw. Anfang Juli habe ich bei meinem Portal sparzinsen.at bzw. bankkonditionen.at die Sparzinsen dann doch häufiger angepasst als die Wochen zuvor. Heißt, manche haben das unmittelbar danach gesenkt, andere erst zum Monatswechsel, und wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Zinsen weiterhin sinken werden. Was hat die EZB vor? Das verrate ich in diesem Video. Wir können davon ausgehen, es könnte noch einmal zurückgehen, vielleicht sogar zweimal. Wie sieht es denn aus mit dem Kest-Vorsorgedepot? Du weißt, Behaltefrist 10 Jahre, dann das Ganze entnehmen, kestfrei, beziehungsweise wenn das für die Altersvorsorge ist oder für eine andere Art von Vorsorge, dann ebenso kestfrei. Unser Finanzminister Magnus Brunner hat das da so eine Idee, sein Vorgänger Gernot Blümel hatte dieselbe Idee oder eine ähnliche Idee, aber irgendwie kommt dann nichts zustande, und wir erinnern uns, die Regierungsperiode von 5 Jahren läuft jetzt langsam aus. Die Neuwahlen sollen Ende September 2024 sein, und jetzt ist die parlamentarische Sommerpause. Da tut sich jetzt ganz einfach nicht mehr viel. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, die ganz große Streiterei über das Renaturierungsgesetz. Ich weiß nicht, ob da nur irgendetwas geht. Ich persönlich, du kennst meine Einstellung, ich glaube, da geht eben nichts. Aber es ist ein super Thema für die Presse, und die beiden Finanzminister Magnus Brunner und Gernot Blümel haben dieses Thema durch die Presse getrieben, und die Presse stützt sich natürlich extrem gerne darauf, weil es ganz einfach eine super tolle Geschichte ist. Dass man sagt, die dritte Säule, die private Vorsorge, die unterstützen wir mit einem Vorsorgedepot, aber es tut sich ganz einfach nichts. Jetzt kommen die Neuwahlen in wenigen Monaten, und es wird sich dann zeigen, ob die neue Regierung hier eine Idee hat, beziehungsweise wie die denn das anlegt mit der Vorsorge, mit den verschiedenen Säulen, staatliche Säule, staatliche Pension, betriebliche Säule und die private Säule, ob es hierzu Veränderungen gibt. Ich glaube, ich mache demnächst einmal ein Video darüber. Auf jeden Fall gibt es hier einiges zu planen, und wir dürfen gespannt sein, wie denn die neue Regierung hier dieses Thema angehen wird. Was weiterhin gleich bleibt: Unser Finanzminister Magnus Brunner drängt auf Abschaffung der Wertpapierkäst. Und wir warten und warten und warten. Und jetzt geht es rein in die einzelnen Prognosen. Was gibt es denn Neues bei Flattex? Flattex erweitert seine Premium-ETFs auf 760 ETFs. Dank Bernd aus unserer Community. Ich habe ja wieder dazu erstellt, dass es jetzt 715 Premium-ETFs sind, und unser Bernd aus der Community hat dann kurz darauf: Du Andi, hast du gesehen, da sind jetzt noch mehr ETFs drin, von Spider und auch von Amundi gibt es jetzt die All-World-ETFs.
Premium-ETFs sind jene ETFs, die kostenlos kaufbar sind, wenn der Ordergegenwert mindestens 1.000 Euro groß ist und über einen bestimmten Handelsplatz gekauft wird. Dieser bestimmte Handelsplatz ist zum Beispiel der GetTex, TradeGate, Lang und Schwarz, Société Générale. Wo es dann nicht gilt, ist zum Beispiel die Xetra oder die Wiener Börse. Natürlich kommen dann auch immer die Produktkosten dazu, das Spread kommt dazu oder etwaige Rückvergütungen von den Emittentinnen, die an den Broker etwas zahlen. Ich habe auch ein Video gemacht, die Top 5 Handelsplätze von Flatex bei uns in Österreich. Das heißt, welche Handelsplätze werden denn von uns Kundinnen und Kunden bei Flatex verwendet? Das muss jeder Broker Jahr für Jahr veröffentlichen. Und ich habe dieses Video gemacht und vorgestellt, welcher Handelsplatz denn von uns Kundinnen und Kunden bei Flatex am häufigsten verwendet wird. Dann gab es Anfang Juni noch ein bisschen eine Verwirrung bei Flatex Kundinnen und Kunden. Und zwar gab es 0 Euro Ertragsmitteilungen, die gekommen sind. Auch ich habe so eine erhalten und ich habe dann beim Support nachgefragt und die Antwort war jetzt nicht so befriedigend und ich habe dann probiert bei Corporate Communications nachzufragen von Flatex und habe dann eine Antwort erhalten. Dass es eine Kombination aus fehlerhaften Meldungen vom Datenvorlieferanten aus Österreich ist und der automatischen Verarbeitung jeder Meldung der Flatex. So kam es zu den zahlreichen 0-Euro-Meldungen bei ETFs, die von den Flatex Österreich-Kundinnen und Kunden gehalten werden. Einen Einfluss auf die Besteuerungsgrundlage gibt es nicht, so die Auskunft von Corporate Communications von Flatex DEGIRO. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten blieben unberührt. Gleichzeitig habe ich wenige Tage später gesehen, da hat es einen Reddit-Nutzer gegeben, der hat eine Besteuerung eines HSBC-Fonds Fragen präsentiert und das rückwirkend zum 31.12.2023. Das war HSBC-ETFs, waren eine Vielzahl im Geschäftsjahr, im Kalenderjahr 2023 nicht Meldefonds, weil hier die HSBC vergessen hat zu melden und da kam es zur nachträglichen pauschalen Besteuerung, wie es bei Nichtmeldefonds zum Jahreswechsel ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das etwas damit zu tun hat, mit dieser Fehlermeldung oder war das ein größeres Manöver oder war es da tatsächlich nur die fehlerhaften Meldungen vom Datenlieferanten. Also irgendwie nur so eine kleine Frage, was denn da tatsächlich passiert ist. Auf jeden Fall kam es dazu ganz vielen 0-Euro-Meldungen. Vielleicht hast du auch diese erhalten. Insgesamt kannst du eher davon ausgehen, dass es unterm Strich die Anschaffungskosten gleich blieben und es rein ja, eine fehlerhafte Meldung war, die du da reinbekommen hast in dein Postfach und von deiner Seite aus nichts zu tun ist. Gleichzeitig würde ich nachschauen, hat sich etwas getan bei den Anschaffungskosten beziehungsweise was steckt denn tatsächlich dahinter? Jetzt komme ich zur Dalat Bank. Was gibt es Neues bei der Dalat Bank? Bei der Dalat Bank, die haben die Anzahl der ETFs im Sparplan noch einmal erhöht. Jetzt sind es fast 200 ETFs, die dort kostenlos bespart werden können. 60 Vanguard ETFs und da sind auch die ganz beliebten Vanguard ETFs dabei, 50 Xtrackers ETFs und 50 ETFs von Invesco sind kostenlos. Das heißt, 160 ETFs sind kostenlos bespar bei der Dalat Bank. Und du weißt, die Dalat Bank hat ja eine Neukundinnen- und Neukundenaktion bis Ende 2026, keine Depotgebühr plus eben 1 Euro Ordergebühr in den ersten 6 Monaten, eigene Spesen und Depotübertragsspesen. Und du kennst es ja, bei der Dalat Bank gibt es keine Dividendengebühr. Das heißt, hast du US-Aktien oder deutsche Aktien, da bezahlst du keine Dividendengebühren, wie es zum Beispiel bei Flatex der Fall ist. Und nach 2026, sprich ab 2027, gibt es eine Depotgebühr in der Höhe von 0,09%, was ebenso meines Erachtens sehr überschaubar ist. Du hast bei der Dalat Bank damit ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Salzburg, gehört zur Shellhammer Capital Bank, die wiederum gehört zur Grazer Wechselseitigen Bankengruppe und die Grazer Wechselseitige Bankengruppe gehört wiederum zur Grazer Wechselseitigen Versicherung und die Grazer Wechselseitige Versicherung gehört wiederum sich selbst. Österreichisches Unternehmen, österreichische Versicherung, österreichische Bank, alles österreichisch mit Sitz in Salzburg. Neuest auch bei der Dalat Bank, die Oberfläche, die Web-Oberfläche beim Dalat Trading hat eine kleine Überarbeitung bekommen. Die sieht ein bisschen fresher aus, ein bisschen neuer aus. Mir persönlich gefällt es, wobei für mich ist das nicht ganz neu, denn man kennt es von Traders Place. Das, was die Dalat Bank jetzt hier macht, Traders Place gehört eben auch zur Dalat dazu, beziehungsweise zur Shellhammer Capital.
fahren sehr parallel. Also das, was bei der Dadat gemacht wird, beziehungsweise bei Traderspace, das befruchtet sich gegenseitig und das findet sich ja, optisch sehr, sehr vergleichbar, was bei der Dadat Bank passiert, beziehungsweise was bei Traderspace passiert. Und daher, was gibt es Neues zur Dadat Trading App? Da hat es ja geheißen, bis Ende des Jahres 2023 soll die ebenso gestartet werden. Das verzögert sich weiterhin. Gerüchten zufolge soll das aber in den nächsten Wochen passieren. Wenn ich mir die Traderspace Smartphone App ansehe, dann weiß ich auch, was denn das Endprodukt von der Dadat Trading App sein soll. Die werden sich auch hier sehr, sehr ähneln und wir können davon ausgehen, das wird wirklich eine sehr, sehr hübsche App. Bei der Dadat gibt es eine Aktion, eine Free-Trade-Aktion für österreichische Bundesanleihen. Vom 5. Juni bis 31. August kannst du an der Wiener Börse bestimmte österreichische Bundesanleihen kostenlos kaufen, wenn du diese über die Wiener Börse handelst. Diese Liste habe ich dir auf der Website von broker-test.at, den dazugehörigen Link findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da gibt es eine Vielzahl an österreichischen Bundesanleihen, die du kostenlos kaufen kannst. Ebenso kannst du kostengünstig kaufen verschiedene Anleihen über den Handelsplatz GetTex. Und zwar 2,70 Euro fremde Spesen kostet dir ein Anleihekauf bei der Dadat Bank. Das ist die aktuelle Aktion in Kombination mit dem Handelsplatz GetTex. Bei der EasyBank, die EasyBank hat die Aktion für Neukunden und Neukunden gestrichen. Aktuell gibt es hier keine Aktion für diese Kundengruppe. Bei der Bank direkt, die haben bei den Neukunden eine Aktion adaptiert. Und zwar heißt es jetzt keine Depotgebühr bis 30.06.2025. Jetzt, bisher war das bis Ende des Jahres 2024, also ein Jahr jetzt keine Depotgebühr. Bei der Erste Bank, hat mich ein Nutzer auf der Website hingewiesen, du Andi, die haben bei den Aktiensparplänen die Anzahl der Aktien erhöht. Und zwar von 22 auf 27 Aktien im Sparplan gibt es jetzt dort verfügbar. Ist es berichtenswert? Ja, für österreichische Verhältnisse ist es etwas Besonderes, denn in Österreich gibt es nur zwei Anbieter von Aktiensparplänen, die steuereinfach sind. Das ist die Dadat Bank mit 34 Aktien und die Erste Bank mit 27 Aktien. Aber die Ausführungsgebühr bei der Erste Bank liegt bei 2,5%. Das ist durchaus heftig. Aber man hat natürlich nicht die ganz große Auswahl in Österreich mit steuereinfachen Brokern. Und was könnte man denn anders machen? Ich würde sagen, wenn du schon glaubst, du musst unbedingt einen Aktiensparplan anlegen. Ich persönlich bin von diesem Instrument nicht überzeugt. Ich sage ganz einfach, regelmäßig investieren, dann nehme ich lieber breit gestreut und ETF. Und bei ETFs ist das Thema ETF-Sparplan wirklich bei allen Brokern, ob das jetzt der EasyBank ist, der Dadat Bank, Bank direkt. Dadat Bank habe ich glaube ich schon gehabt oder Flattex, wirklich bei Steuer einfach absolut toll abgedeckt. Wenn du sagst, Aktiensparplan ist da wichtig, die Erste Bank hat einen und die Dadat Bank hat einen. Wie ist denn deine Meinung zu Aktiensparplänen? Bist du davon überzeugt? Hast du selbst einen laufen? Wie komplex ist denn das Ganze bei einem Auslandsbrokern? Machst du dort das Ganze? Kapitalmaßnahmen, Dokumentation, Aufzeichnungspflicht und so weiter? Schreib doch einen Kommentar, damit ich ein Gespür bekomme, wie wichtig ist denn dir ein Aktiensparplan? Ist es etwas, wo du sagst, das ist dir wichtig beim Broker? Oder sagst du, Aktiensparpläne geschenkt, wenn ich mich tatsächlich für eine Aktie interessiere, dann kaufe ich mir diese ganz einfach über eine Order und Aktiensparplan brauche ich persönlich nicht. Schreib einen Kommentar unter das Video. Ich freue mich über deine Meinung zu einem Aktiensparplan. Foods, die digitale Vermögensverwaltung, hat eine Sommeraktion. Es gibt bis zu 500 Euro Bonus. Möglich ist das Ganze auch für Bestandskunden. Die genauen Aktionsbedingungen habe ich dir natürlich unten verlinkt in Form eines eigenen Beitrags. Eine digitale Vermögensverwaltung ist natürlich nichts für diejenigen, die sagen, ich mache mir alles selbst, sondern digitale Vermögensverwaltung ist gedacht für jene, die sagen, ich hätte gerne jemanden an der Hand, der mir gewisse Hinweise gibt, der sagt, hey, halte durch und der mir ganz einfach die Zweifel herausnimmt, wenn ich eben investiere. Bei Bitpanda, jetzt kommen wir zu den Kryptodienstleistern aus Österreich. Bitpanda erreicht 5 Millionen Nutzer. Angeblich ist die Anzahl der Nutzer gleich registrierte Nutzer. Hat nichts damit zu tun, ob du aktiv tradest oder nicht. 5 Millionen E-Mail-Adressen anscheinend, die Bitpanda bisher erreicht. Und es gibt weitere News. Bitpanda hat Sammelkonten nun bei der Deutschen Bank. News auch von dem kleineren Kryptodienstleister aus Salzburg, 21 Bitcoin. 21 Bitcoin wird kleiner Sponsor von Red Bull Salzburg. Confinity
Confinity Einführung in Self-Custody Wallet und Lightning. Dazu gibt es, ob du mehr Informationen haben willst zu 21 Bitcoin bzw. Confinity, die findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Bax, der niederländische Broker Bax, ist nun fix übernommen von der niederländischen Großbank ABN AMRO, Finanzen.net/0. Da gibt es jetzt neue Sparpläne auch per Lastschrift und die Intervalle zur Lastschriftausführung wurden ebenso reduziert. Bisher war nur monatlich möglich, jetzt aber auch wöchentlich und zweiwöchentlich. N26, apropos Sparpläne, N26 führt jetzt wie versprochen auch Sparpläne ein für Aktien als auch ETFs, aber Finanzen.net/0 als auch N26 sind nicht steuereinfach. Da musst du dich selbst um die Steuern kümmern und ob du das machen möchtest, das bezweifle ich, weil das Thema Steuern speziell bei ETFs komplex ist und aber auch bei Aktien, da gibt es auch immer Überraschungsmomente mit eben dem Thema Kapitalmaßnahmen und. Revolut führt nun auch Zinsen ein, also das Wort Zinsen wird sehr häufig verwendet. Zinsen meint Revolut eigentlich Geldmarktfonds und dort Ausschüttungen und es gibt dort bei Revolut mittlerweile auch Anleihen zum Investieren, aber das sind nur wenige Stück. Ich habe einen eigenen Beitrag dazu geschrieben und präsentiere dir, was denn das Angebot bei Revolut ist. Revolut ist bei uns bekannt als Konto, aber die erweitern ihr Angebot immer weiter und das wird wirklich ein gemischt waren Handel, was dort mittlerweile angeboten wird. Neben Brokerage um 0 Euro auch jetzt Geldmarktfonds, wo du dein tägliches Geld investieren kannst und mittlerweile eben auch weniger Anleihen zum Investieren neben Aktien und ETFs. Aber auch hier leider nicht steuereinfach. Smart Broker Plus, hier gibt es eine Veränderung bei den Gebühren. Und zwar die GetEx-Gebühren für eine Order wurde gesenkt und das Sparplanangebot verbessert. Jetzt gibt es 2500 verschiedene Aktien, die kostenlos bespart werden können beim Smart Broker Plus. Auch hier, wie immer, nicht steuereinfach. Und die Ordergebühr am Handelsblatt GetEx wurde von 4 auf 1 Euro gesenkt. Wenn du eine Order hast unter 500 Euro, hast du eine Order über 500 Euro, ist die Ausführung am Handelsplatz GetEx weiterhin kostenlos. Heißt nichts anderes, unter 500 Euro Ordergegenwert bezahlst du 1 Euro beim Smart Broker Plus an der GetEx, über 500 Euro Ordergegenwert bezahlst du 0 Euro. Scalable Capital ist bei uns in Österreich vor allem für den Broker bekannt. Gestartet haben sie aber mit einer digitalen Vermögensverwaltung, mit einem Robo-Advisor. Sie machen das Ganze auch als White-Label-Lösung. Zum Beispiel von Raiffeisen Will ist eine White-Label-Lösung von Scalable Capital. Und gestartet sind sie mit dem Produkt Value at Risk. Das ist also eine Robo-Advisor-Strategie, die hat sie ordentlich angeschüttet zur Corona-Zeit. Das heißt, die ist ordentlich nach unten gegangen und jetzt hat Scalable Capital gesagt, hey, das interessiert anscheinend niemanden mehr. Jetzt ziehen wir die Reißleine. Wir stellen dieses Modell ein, mit dem wir groß geworden sind und wir stellen nicht den ganzen Robo-Advisor bzw. Digitalvermögensverwaltung ein, aber dieses eine Modell und diese Kundinnen und Kunden sind angeschrieben worden mit dem Hinweis, bitte wechsel es auf ein anderes Modell. Ja, auch Scalable adaptiert sich und hat jetzt gesagt, wir machen einen Schlussstrich hinter dieser Robo-Advisor-Strategie Value at Risk und konzentrieren uns jetzt auf andere Produkte bzw. auf unseren Broker. Apropos Broker, Scalable eröffnet in Wien einen Tech-Standort oder hat diesen eröffnet und sucht dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem im Tech-Bereich. Und vielleicht ist das die nötige Niederlassung in Österreich, die es benötigt, wenn man steuereinfach werden möchte. Wir dürfen gespannt sein, ob Scalable vielleicht einmal steuereinfach wird, zu welchem Zeitpunkt. Ja, werden wir dann sehen. Jetzt kommen wir zu Traders Place, also noch nicht Trade Republic, Traders Place, ein deutscher Neobroker, den habe ich vorhin schon erwähnt, bei der Dadat mit Hintergrund Österreich. Sehr ähnlich zu Smart Broker Plus, heißt nichts anderes, auch ein riesengroßes Angebot an verschiedenen Handelsplätzen, Krypto und anderen Möglichkeiten. Also nicht so reduziert wie das Scalable Broker oder Trade Republic oder Finanzen.net/0, sondern das ganze Angebot. Und da gibt es die News, Mindestrate nun bei 10 Euro beim Sparplan und es wurden Krypto-ETC-Sparpläne ebenso eingeführt. Ganz neu und besonders interessant finde ich, ein neuer Neobroker ist in Deutschland gestartet, TradeGate Direct. TradeGate ist ja bei uns bekannt als Handelsplatz. Dieser Handelsplatz hat gesagt, Neobroker, das kennen wir auch. TradeGate macht jetzt mit TradeGate Direct den Neobrokern Konkurrenz. Die sagen,
Liebe Neobroker, ihr könnt natürlich über uns handeln, aber wir können natürlich auch als Handelsplatz jetzt auch einen Neobroker machen und machen jetzt eben einen Neobroker in Deutschland, in Deutschland Steuer einfach. Und ich habe dann auch gefragt, hey, wie sieht es denn aus, gibt es Pläne für Österreich? Und die haben gesagt, ja, grundsätzlich schon, aktuell nicht, aber rechne damit, dass wir auch nach Österreich kommen. Dann habe ich noch gefragt, ja, das Payment for Order Flow, wenn man jetzt 0 Euro oder so anbietet, das ist jetzt, hat ja irgendwie ein Ablaufdatum. Und die Antwort war, na, für uns gilt das nicht. Also anscheinend gibt es da eine Möglichkeit. Ich habe dann an anderer Stelle gelesen, dass das Thema ist Market Maker. Du kannst als Broker selbst zum Market Maker werden und dann gilt für dich das Thema Payment for Order Flow nicht. Und es gibt ja die Gerüchte, dass Broker zum Market Maker werden und dann das Thema Payment for Order Flow Verbot, das vielleicht auch schon in Österreich gilt, oder wir werden sehen, wie das denn so jetzt dann tatsächlich wird mit Herbst. Ansonsten, ja, das kommende POF-Verbot gilt anscheinend hier nicht. Markteintritt in Österreich ein Thema. Zeitpunkt unbekannt ist das, was ich zu Tradegate direkt weiß. Jetzt kommen wir zum letzten Trade-Produkt, nämlich zu Trade Republic. Da gibt es einige News. Trade Republic stellt den internen Kundensupport ein. Am Standard habe ich gelesen, die BaFin prüft den Broker, weil die Kundenkommunikation sehr schleppend ist. Trade Republic hat eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und die Kommunikation mit Chat bzw. mit E-Mail ist absolut ein Horror. Diejenigen, die schon eine Frage gehabt haben, es dauert lange und die Antwortqualität ist sehr, sehr schlecht. Ebenso gab es jetzt Probleme mit Dividendenauszahlungen und so weiter. Und einer der Gründer, Christian Hecker, war dann in einem Podcast von der Welt und hat dann darüber gesprochen. Und mir hat das dann ein bisschen verwundert. Haben wir gedacht, ja, kann man so sagen. Ich zitiere. Es ging um das Thema, wie geht man an die Probleme heran. Was wir immer gezeigt haben, dass zweifelsohne nicht alles immer rund läuft. Es gibt sicherlich Probleme und Fehler, aber die Kunden können sich darauf verlassen, dass sie diese Probleme sehr schnell lösen. Das war in den letzten 5 Jahren, glaube ich, immer so. Das heißt also wirklich, innerhalb von 24 bis 48 Stunden mobilisieren wir dann alle Kräfte, damit diese Sachen gelöst werden. Das war jetzt auch hier der Fall. Und ich denke, diese Lernbereitschaft und Lernwilligkeit ist etwas, was uns auch auszeichnet. Jetzt denke ich an die Steuerreports und an andere Dinge. Ja, kann man so sagen. Apropos Steuerreport, irgendwie gibt es da dieses Gerücht, dass bestimmte Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel nur Zinserträge haben oder die keine 3 Trades in einem Jahr gehabt haben, keinen Steuerreport erhalten von Trade Republic. Die haben dann mit dem Support nur gechattet, aber irgendwie keine Antwort, schlechte Antworten. Das ist natürlich blöd, wenn man einen Steuerreport erwartet und diesen nicht bekommen hat. Jetzt meine Frage an dich, bist du Kundin und Kunde oder Kunde von Trade Republic und hast keinen Steuerreport erhalten, dann schreib doch einen Kommentar mit. Vielleicht weißt du ein bisschen mehr darüber, warum du keinen Steuerreport erhalten hast. Weitere News, Trade Republic beendet also doch die Sammelkontopartnerschaft mit der Solaris Bank. Die Solaris Bank ist anscheinend keine Partnerbank mehr von Trade Republic. Umstellung auf neue Trade Republic IBAN, da wird es so sein, wer das nicht akzeptiert, die neuen Bedingungen von Trade Republic, der bekommt keine Zinsen mehr bei Trade Republic. So soll es sein, so findet sich das Ganze in den FAQs. Was in den neuen Bedingungen drinnen steht, das ist noch unbekannt, die sind noch nicht bekannt, aber die Umstellung auf die neue Trade Republic IBAN passiert jetzt einmal erst in Deutschland und irgendwann kommt dann einmal Österreich und dann gibt es eben keine Zinsobergrenze mehr von 50.000 und dann werden die einzelnen Features von Girokonto nach und nach eingeführt. Aber da fließt noch ganz viel Wasser, die Mur, die Donau, den Inn und welchen Fluss auch immer runter in Österreich. Also das dauert noch sehr, sehr lange. Und jetzt noch ein Hinweis aus der Community. Unser Gerald aus der Brokerdesk Community hat beim BMF nachgefragt. Es gibt ja dieses Safeback bei Trade Republic. Heißt nichts anderes wie 1% des Kartenumsatzes wird dann in einen Sparplan investiert, wenn du bestimmte Bedingungen akzeptierst, wenn du da, ja, ich sag's und dies und jenes. Und unser Gerald hat dann gefragt beim BMF, wie ist denn das zu versteuern? Es gibt jetzt verschiedene Gerüchte von, ja, brauchst gar nicht versteuern, das ist ja Rabatt und bla bla. Also natürlich wünschen wir uns, dass das Ganze kostenlos ist, aber es gibt ja keinen Free Lunch und wenn du etwas bekommst, solltest du auch darüber nachdenken,
muss ich da jetzt ein bisschen Steuern abdrücken. Und wie gesagt, beim BMF nachgefragt und das BMF hat natürlich gesagt, der konkrete Sachverhalt und die steuerliche Einstufung obliegt natürlich dem zuständigen Finanzamt. Die haben sich das angesehen und sagen natürlich, das BMF sagt in der Beantwortung für unseren Gerald, die Erstattung eines Teilbetrags eines Kartenumsatzes durch eine Bankstelle eine steuerpflichtige Kapitaleinkunft nach § 27 Absatz 5 Ziffer 1 in Verbindung mit § 27 Absatz 2 Ziffer 2 Einkommenssteuergesetz 1968. Da teilt sich um eine Einkunft aus einer Geldanlage von einem Institut, da kommt der Besondersteuersatz in der Höhe von 25% gemäß § 27 Absatz 1 Ziffer 1 Einkommenssteuergesetz 1988 zur Anwendung. Heißt nichts anderes, wenn du Safeback erhältst, dann musst du das Ganze versteuern mit 25%, so sieht es zumindest unser BMF. Und nachdem das sicher Wissende sind, würde ich mich einmal darauf verlassen, dass dies eine wirklich gute Auskunft ist und würde das Ganze dann auch so machen. Und du wirst es dann eben im Steuerreport sehen, wenn du dieses Safeback nutzt, wie denn das Ganze da abgedruckt ist. Und eventuell solltest du vielleicht eher dem folgen, was das BMF sagt, oder du hast eine gute Steuerberaterin oder Steuerberater in der Hand, wo du sagst, okay, das ziehen wir jetzt durch. Du kannst es natürlich durchziehen durch alle Instanzen und dann eben schauen, ob du recht bekommst. Aber ich würde meinen, die Auskunft des BMF ist durchaus, ja, da sitzen schon kluge Köpfe und die werden schon wissen, wie denn das Ganze steuerlich zu behandeln ist. Neues gibt es auch bei Bundesschatz. Mittlerweile gibt es über 43.000 Konten, die bereits eröffnet sind. 1 Milliarde Euro liegt in den Bundesschätzen. Seit circa 10 Wochen gibt es Bundesschatz und ich würde sagen, das ist durchaus eine Erfolgsgeschichte. Die Zinsen sind ein bisschen niedriger als die besten Sparzinsen bei den Bestbietern, aber es ist halt eine sichere Anlage. Es gilt die Sicherheit der Republik Österreich und dementsprechend gibt es hier eine rasche Öffnung. Ah ja, analoge Öffnung ist es mittlerweile auch möglich. Anrufen beim Bundesschatz und sagen, ich hätte gerne Kontoöffnungsunterlagen, die werden dann zugeschickt und dann kannst du das Ganze auch analog eröffnen. 43.000 Konten sind eröffnet und das Ganze in Windeseile, in wenigen Sekunden mit der ID Austria in der Vollversion. Wirklich eine sehr, sehr geschickte Sache und du wirst überrascht sein, wie schnell ein Bundesschatz eröffnet ist. Und jetzt kommen wir zu den Sparzinsen. Die Sparzinsen sind weiterhin im Sinkflug. Sie sinken leicht, speziell längere Laufzeiten. Beim Tagesgeld gibt es noch keine größeren Veränderungen, auch bei den kürzeren Laufzeiten über 3 bis 6 Monaten. Gleichzeitig, wenn ich mir die Grafik ansehe von sparzinsen.at, einem weiteren Portal, das ich betreibe, dann siehst du bei der grünen Linie, dass die Sparzinsen leicht nach unten geht. Das ist für 12 Monate. Größer gehen sie bei 60 Monaten zurück. Seit letzten Herbst gehen hier die Sparzinsen kontinuierlich zurück. Beim Tagesgeld, beim täglich fälligen Sparkonto siehst du eben kaum eine Veränderung in den letzten Monaten. Gleichzeitig, großes Geld kannst du bei Sparzinsen noch immer nicht verdienen. Die Realrendite liegt noch immer im Minus. Selbst wenn die Schnellschätzung bei der Inflation aktuell bei 3% liegt für den Juni, aber wir kommen auch von einem höheren Niveau und du siehst den roten Bereich, der ist seit Monaten, seit vielen Jahren deutlich im Minus. Dieses Minus reduziert sich, aber du kannst gar nicht so gut investieren bzw. besparen, irgendein Sparkonto, dass du da wirklich zu einem satten Plus kommst, nach Berücksichtigung einer Inflation. Das heißt, wenn du die Inflation schlagen möchtest, dann musst du mehr Risiko eingehen, musst du in Wertpapiere gehen, damit du da tatsächlich mehr rausholst aus deinem Geld. Hier eine Übersicht über die verschiedenen Laufzeiten, was der durchschnittliche Sparzins ist, wie viele Angebote es denn gibt, was der maximale Sparzins bei den steuereinfachen Angeboten auf sparzinsen.at ist, beziehungsweise was der maximale Sparzins unter Berücksichtigung ausländischer Angebote aktuell vorhanden ist. Möglich ist, ab bei den maximalen Sparzinsen, speziell beim Tagesgeld musst du immer aufpassen, meistens gilt es nur für neue Anlagen, nur für Neukunden, zeitlich beschränkt und so weiter und dann fällt der Zins zum Teil deutlich ab oder es ist limitiert nach oben auf 20.000, 50.000 Euro. Wer bietet gute Zinsen bei täglich fällig? Die Big Bank mit 4,2 Neukundenangebot für wenige Monate, Scalable Capital mit 4% für Prime Plus Kunden, N26 ebenfalls 4%, aber hier nur für Metal-Kunden, da musst du 17 Euro oder fast 17 Euro Kontoführungsgebühr bezahlen. Auf 12 Monate Bindung bietet die Big Bank aus Estland, selbst versteuern natürlich hier, 3,55%, die ERLB Niederösterreich, Wien für Neuanlagen 3,5%. Das ist ja gut für eine Filialbank. Anladebank 3,4%, 24 Monate Bindung, Yapik
Kredit, Kreditbank aus den Niederlanden 3,35, Wiener Privatbank 3,3, Porsche Bank ebenso 3,3 und auf 60 Monate Bindung Big Bank 3,25, Yapı Kredi 3,2 und die Renault Bank Direkt 3,10. Die ersten beiden sind nicht steuereinfach, da musst du das Ganze selbst versteuern. Und jetzt kommen wir wie immer zum Schluss zu den Neukundenaktionen. Bei Flatex gibt es wie immer die 900 Euro Tradingguthaben. Bei der Daler Bank gibt es keine Depotgebühr bis Ende 2026, 1 Euro eigene Spesen pro Transaktion in den ersten 6 Monaten. Hinzu kommen noch die Fremdenspesen. Bis zu 250 werden die Übertragsspesen rückerstattet, wobei jede Position mindestens 2000 Euro ausmachen muss, damit das Ganze rückerstattet wird. Und für Neukundinnen und Neukunden gibt es auf Tagesgeld 6 Monate garantiert 3,3% Zinsen. Bankdirekt 75 Euro Depoteröffnungsbonus, keine Depotgebühr bis 30.06.2025, 1 Euro Ordergebühren für 3 Monate und Depotübertragsspesen werden bis zu 1000 Euro rückerstattet, wobei hier jede Position mindestens 1000 Euro sein muss. Und du bekommst da ein kostenloses Girokonto dazu, wenn du mindestens eine Transaktion im Monat hast oder mindestens einen Depotstand von 10.000 Euro hast. Weil Bankdirekt ist ein Part von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Die erste Bank hat ebenso eine Neukundinnen- und Neukundenaktion. Die Ordergebühren sind rabattiert um 50% und keine Depotgebühr bis Ende 2024. Kommt direkt 3 Jahre lang um 3,90 Euro eigene Spesen handeln. 3,75% bekommst du auf der Tagesgeld für 6 Monate. Consorsbank ebenso 3,75% Tagesgeld für 5 Monate. 12 Monate Handel um 0,95 Euro bei Tradegate und 12 Monate keine Sparplangebühren bei dem Broker aus Deutschland, aus Nürnberg. Bei Scale gibt es 4% Zinsen für 4 Monate, wenn du ein Prime Plus Kunde bist. Bei XTB gibt es aufs Euro-Guthaben für 90 Tage für Neukunden 4,2%, für Dollar-Guthaben 5%, Fremdwährungsrisiko. Und bei Traders Place gibt es 100 Euro Neukundenaktion, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst. Ja, liebe Leute, und das waren die Broker-News für den Juli 2024. Das war so eine lange Liste dieses Mal. Ich hoffe, du hast einen erholsamen Juli. Vielleicht gibt es auch schon Urlaubszeit für dich. Auf jeden Fall genieß das Wetter, die Sonne hoffentlich und eine hervorragende Zeit im Juli 2024. Wenn du irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Hinweise, schreib doch ganz einfach einen Kommentar über Feedback zu diesem Video. Freue ich mich natürlich auch wie immer. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder auf der Webseite Broker-Test oder du wirst Mitglied in unserer Community broker-test.at. Den Link dazu findest du unten. Dort gibt es den Community-Link. Und ansonsten bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at. Ciao.